Jo, servus Leute. Gerade angekommen von der Arbeit, um etwas Pause zu machen. Und glücklicher Zufall, wenn man so will, der Postbote hat mir mein erwartetes Paket gebracht. Ja, die Pause nutze ich jetzt natürlich, um mit euch das gemeinsam anzuschauen. Habt das bestimmt schon gesehen, woher das kommt. Die meisten kennen bestimmt Schmiedeglut. Die bauen gutes Zeugs, also qualitativ gute Sachen, also was ich bis jetzt so gehört und gelesen habe. Und um was es geht, habt ihr ja natürlich auch schon gesehen. Ja. Also das ist einfach mein persönliches, an mich persönliches gerichtetes Geburtstags- und Weihnachtsgeschenk zusammen. Sollte reichen. Jawohl. Fühlt sich schon. Also das Gewicht macht schon mal einen guten Eindruck. Also, jetzt schauen wir mal. Und übrigens, Schmiedeglut, Bestellung, alles tipptopp, wunderbar. Also wirklich sehr kommunikativ. Antworten sofort, Lieferung. Schnell, also alles top von dem her. Und da ist es. Also erste Griff an den Griff vom Messer. Also super erster Eindruck. Okay. Ja, ich habe hohe Erwartungen an dieses Messer. Ja. Hatte ich schon lange auf dem Schirm. Hat mir immer schon gefallen. Finde ich auch cool. Also eine Karte für das Messer. Hier diese Ausführung. Zwei Karten dabei. Warum auch immer. Doppelt hält besser. Okay, jetzt aber zum Messer. Kydex. Erster Eindruck, top. Also wackelt nichts. Auslaufloch. Ja, das hält bestimmt, dieses System hier. Meine Frau kocht im Hintergrund leckere Nudeln. Die wir dann gleich verzehren. Jetzt mal zum Messer. Kydex top, wirklich. Lässt sich super ziehen, also nicht zu hart, aber ihr hört es, das Einrasten. Wunderbar. Sehr geil. Ich hoffe, das Licht hier ist in Ordnung. Den Griff mal hier begutachten. Ja, Micarta, Schalen, welcher Farbe habt ihr gesehen? Schwarz-braun. Perfekt verarbeitet rundherum. Fühlt sich ölig an, was natürlich gut ist. Es ist eben Carbonstahl, aber es ist zähes Zeug. Also für den Autobereich finde ich Carbonstahl mittlerweile einfach nur genial. Das macht auch die Zeit natürlich, wenn man lange messerbegeistert ist. Dann kommt man mit der Zeit drauf, was wirklich gut ist. Ja, schöne Ölfilm drauf, eben wie es sich gehört. Anschliff sieht sehr sauber aus, also sehr sauber angebracht. Anschliff. Und jetzt mal, wow. Ja, so habe ich mir einfach das vorgestellt. Also, dass ich dann ein Wow-Gefühl habe, wenn ich das Messer in die Hand nehme.
habe ich schon gesagt, also wenn man lange Zeit Messer begeistert ist, man schaut sich viele Messer an. Es kommen Messer im Bargehen und so weiter. Und dann hat man eben eine Tendenz, wenn man Messer sieht, auf YouTube zum Beispiel eben, wo auch immer, hat man eine Tendenz, ob einem das Messer liegt. Und so war das eben hier der Fall. Yes, man will sofort arbeiten damit. Ja, extrem scharf, wie zu erwarten. Die Haut bleibt sofort kleben. Schönes dunkles Stonewash drauf. Wie auch immer die das schwarz gemacht haben. Also Carbonstahl, ja, bekommt mit der Zeit eine Patina. Also ich glaube, das ist hier einfach schon eine Schutzschicht drauf. Ihr seht den Anschliff. Knapp 2/3 hochgezogen, finde ich super. Nicht so tief. Und also auch ein Schneidteufel. Ja, okay. Erster Eindruck passt. Ist absolut mega. Liegt mega in der Hand. Genauer werde ich das später dann mal vorstellen. Wollte ich es jetzt mir natürlich gleich anschauen in der Pause. Muss dann wieder. Wir müssen dann wieder zur Arbeit. Absolut fett. Gefällt mir mega, wie ich es mir eben vorgestellt habe. Absolut geil. Okay. Leute, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.